gefragt hat, so. Ja. Und das ist dann halt die Geschichte, wo man sich dann halt auch letztendlich irgendwie das Essen kommt. Oder? Der ist immer noch ein bisschen locker, ne? Das ist noch nicht ganz richtig hier, oder? Fühlst du Polyamorie? Also eine offene Ehe, sagst du, würdest du gerne machen? Mhm. Entschuldigung. Entschuldigung! Ja, okay, scheiß drauf. Danke auch an den Sub an. Das Gespräch ist langweilig. Danke für die 3 Monate. I appreciate den Support. Vielen lieben Dank. Ich will hier eigentlich raus im 5 Monat. Vielen, vielen lieben Dank. Das danke ist für den Support. Kein Sub gewesen. Ja. Cool. Bist du denn, also du bist ja hier in Ausgewandert oder was? Mhm. Und fühlst du dich hier wohl oder was? Oder was? Das geht ja noch schneller, was? Auf jeden Fall, ja, vor 2 Jahren hergezogen. Mhm. Und könntest du dir vorstellen, ins Ausland zu ziehen? Ja, also ich sag mal so, ich glaube, da fehlt dann halt nur die richtige Frau oder was, ne? Mhm. Und ich habe so Eigenarten an mir, ne? Die teilweise dann, ja, die teilweise mal ein bisschen abschreckend sein können oder was, ne? Ich bin Vegetarier. Und du oder was? Isst du Fisch? Fisch? Ob ich Fisch esse? Ja? Ich habe jetzt tatsächlich vor 2 Tagen nochmal Fisch probiert, ja? Ja, was ist denn hier los oder was? Warum lachen? Also oder was? Oder wie? Oder was? Ja, klar. Aber Fleisch isst du schon länger nicht. Nee, also Fleisch habe ich jetzt länger nicht mehr gegessen. Wie sieht's denn mit dem Essen, mit dem Hauptgang aus? Habt ihr vielleicht Lust, einfach euch mal hinzustellen, ein bisschen zu tanzen? Bis das Essen da ist. Einen schönen Tanz. Ja, komm, Standard kann ich, ne? Auf jeden Fall. Also grundsätzlich ist natürlich das Wetter anders. Mhm. Und die Leute, die Mentalität ist auch anders. Fühlst du das Leben hier so, die Zeit, wo du schon hier warst? Ich habe mir tatsächlich da ein paar Gedanken gemacht. Ja, keine Ahnung. Also im Endeffekt bin auch, also kulinarisch bin ich ja sowieso super offen. Ja. Mehrfach jetzt schon ich bin komme gerne rum um die Welt und so, ne? Und bin halt jemand, der wirklich sehr viele Bräuche und sowas aufnimmt und halt. Du merkst auch daran, wie du dein Getränk es trinkst. Es ist tatsächlich ein Ding. In Südostfrankreich, ja? Ja. Um den Hunger ein bisschen rauszutreiben, habe ich noch einen kleinen Mittelgang für euch heute. Ja, und so ist es halt dann, dass wir, sag ich mal, ich habe da halt mehrere Kontakte über die ganze Zeit erknüpfen können, das war ganz schön. Ja, ich kann es mir vorstellen, muss ich sagen. Also ich denke mal, so ein paar Monate hier, es ist halt schön, es ist halt immer Sonnenschein. Ja, und wenn es regnet, dann sind es 10, 20 Minuten, dann ist es wieder vorbei. Also was mich grundlegend... Ja? Also was mir grundlegend hier gefällt, mhm. ist halt... Ja, es ist halt sehr viel ruhiger, die Leute sind und offener und... Ne? Es bringt dich ein bisschen runter. Alles in allem ist es halt eigentlich super. Also wie gesagt, ich muss halt sagen, dass die ganze Insel so an sich komplett anderes Ding irgendwie so. Das ist halt tatsächlich... So kennt man es halt nicht, ne? So kennt man es halt nicht. Ja. Es ist einfach... Geht's dir aber gut sonst? Also was machst du sonst noch in deiner Freizeit? Ja, wie gesagt, viel Sport mit Freunden halt bin ich unterwegs. Sport? Und ich bin echt viel halt mit, also ich mach so Calisthenics und so und so. Tut dir was weh oder alles okay? Nee, ist alles gut. Ist ein weirder Laden hier, ne? Viel Wasser. Ich find's eigentlich ganz schön, du. Viel Wasser hier um die Ecke, sag ich mal. Juckt's ein bisschen? Nee, ach, ich bin getestet, du. Nee, also Sport mache ich viel Verschiedenes, viel mit Bodyweight, ist ja Gyms. Was spielst du denn da gerade? Clumsy Ninja. Clumsy Ninja. Eigentlich gar nichts, ich check nur kurz, sorry, das muss gerade. Das ist bei mir eher, also es ist immer Business, weißt du? Richtige Business-Sachen. Ja. Vielleicht tust du das Handy weg, ist ein bisschen unverschämt, oder? Bei so einem Date. Sorry, das war wirklich, nee, das war Business, gut. Das war wirklich ja. Sehr wichtig. Also theoretisch heiraten ist nicht so ganz meins. Ja, brauche ich auch nicht. Aber ich weiß es noch nicht, ob ich es mag oder nicht. Ja. Aber vielleicht Kinder ist, glaube ich, auch nicht so meins. Man möchte sich natürlich nicht so krass einschränken lassen. Heiraten weiß ich nicht. An sich finde ich die Idee von heiraten ganz süß, aber kann ich dir jetzt nicht sagen, ob so. So Dinge halt hatte irgendwie, weißt du, wo man halt sich dann einfach gefragt hat, so. Ja. Wofür das ganze Geld, wenn ich es halt nicht ausgeben kann, ne? Mhm. Ja. Und das ist dann halt die Geschichte, wo man sich dann halt auch letztendlich irgendwie das Essen kommt. Warum fühlen Sie sich bedrängt? Alles gut, alles gut. Okay. Moving to a different country at some point. And island, right? But in the end, it's still freaking nice, innit? Mhm.
Mhm. Es ist halt blöd gelaufen mit dem Tauchen tatsächlich. Ja. Wie groß bist du? Mal so, mal so. Eins. 1,83 und du? Das ist, oh, Pock, das ist Knuspersteak. Pockchamp Knuspersteak. Let's go, Bro. Nein. Holy shit, das ist ein Five-Head-Move, das ist gepult wird. Übelste Five-Head-Move. Ey, Pepogo, oder, Chat? Pepogo, sage ich dazu nur. Ja. Das da, komm her. Ich bin ehrlich, ich weiß nicht, was ich... Also, ich habe einfach irgendwas Portugiesisches... What the fuck? What the fuck? Check mal da hinten. Ne? Das ist natürlich dann. Entschuldigung. Ja, passiert manchmal. Also ich bin 906 Meter. Ja, im Endeffekt. 6 Meter. Ja. Im Endeffekt mache ich halt super viele verschiedene Sachen. Gesagt, ne? Lerne für die Schule, dann lernst du für den. Wie gesagt, also. Sport. Definitiv mache ich seit ganz vielen Jahren durch immer aktiv. Schmeckt ihr denn? Sag mal ehrlich jetzt, schmeckt ihr wirklich? Oh. Tut mir leid. Danke. Wir können mal eine Ausnahme machen, wenn Paint, ich denke so, ja, wir können jetzt mal eine Ausnahme machen. Hi. Hi. Ist mein Date für heute? Ja, Sebastian, hi. Was geht? Hi. Ja, hi, Sebastian. Hast du gut hergefunden? Ja, schon, doch, 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 doch. Das freut mich. Es ist halt ein Traum, der Laden hier, ne? Kann man nicht anders sagen, oder? Das Wetter ist. Ey, das Wetter heute ist unglaublich. Und der Laden an sich, hier steht ja sogar schon Essen. Der International Boy am Start. Ich glaube, es ist einfach, das mit der Hand zu essen. So als Tipp. Der Wein ist super. Der Wein ist wirklich gut. Man merkt richtig, dass der lange, lange... das hat jetzt nur verschmiert, oder? Könnt ihr euch verstecken, wenn der Kellner kommt? Weil ihr habt ja kein Geld dabei, oder? Das ist ungünstig. Haben wir smart geklärt. Bitte gehen Sie jetzt. Wir haben keine Rechnung. Was ist mit meinem Käffchen? Geht aus. Wir haben keine Rechnung bekommen. Aber der Kaffee. So, raus jetzt hier, yalla, weg. Tschüss. Fand's gut. Es war sehr lustig. Ja, es war echt interessant. War so. Ja. Man hat sie mal kennengelernt auf einer ganz anderen Ebene. Ne? Wieder schauen und eingeheuern, euer Herr Kumala Krieger. Aktiv. Aktiv.